So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Neverwinter Nights. Ich habe mal, das mache ich nicht oft, in eines meiner Videos reingeguckt und habe gemerkt, dass die Mikrofonaufnahme ein bisschen zu laut war. Habe es jetzt mal ein bisschen runtergemacht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leise ist. Werden wir ja sehen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter und erkunden das letzte Haben, ne? Und ich hoffe, dass wir denn heute auch noch so ein bisschen Action erleben werden. Oder? Hallo! Ja, ich will mit dir reden. Hallo! Geht nicht? Hallo! Okay, dann reden wir mit dem großen Kerl. Aha, ihr seht aus wie jemand, der weiß, wann ihn Schatten nehmen muss. Und wenn es so wäre, dann bin ich die allererste Wahl. Okay, dann wollen wir uns mal sein Angebot angucken. Ist freundlich. Was haben wir denn hier? Rüttel der Beweglichkeit plus 2. Was macht denn sowas? Ah, Geschicklichkeit plus 2. Aber wir haben noch, glaube ich, schon den vom... Genau, mit Charisma. Den können wir gar nicht ersetzen. Da haben wir auch schon einen richtig guten. Das ist mit dem hier Rüstungsanschieben. Nee, aber da könnten wir noch, ich glaube, einen guten gebrauchen, ne? Ja, haben wir bloß Zauberknüppel plus 3. Aber es sieht fast so aus, als ob der gar nichts hat, was uns so wirklich weiterhelfen kann. Schauen wir mal hier. Markus. Amulett des langen Todes gibt uns Konstitution plus 1. Und Zauberresistenz, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ne, es gibt bloß plus 2. Rüstungsklasse brauchen wir nicht. Hat der hier irgendwas Interessantes? Nein. Gibt es irgendwas, was wir dem verkaufen können? Was normalerweise illegal wäre, zum Beispiel. Nee, das ist nicht gut aus. Also illegal meine ich jetzt so gestohlene Sachen oder Fallen oder sowas, aber haben wir nicht. Ja, dann passt es ja. Na, ja, wollen wir doch mal rein. Das ist jetzt hier Hafenhaus. Ja, was ist denn los hier im Hafenhaus? Da haben wir Prichev und Kapitän Mung. Oh, was war das hier? Prichev sagt irgendetwas. Ich wusste, dass ich euch nicht vertrauen kann. Da sind wir doch mal neugierig und wollen mal nachfragen. Nee, nicht den Kapitän Mung, sondern erstmal Prichev. Ich grüße euch. Ja, er sagt, dass sie sich irgendwie streiten. Frage ich erstmal, wer er ist. Ja, Prichev ist er. Das wussten wir schon. Sprecht nur. Ich möchte wissen, was dich belastet. Er hat zwei Lieferungen nach Tiefwasser und Niewinter. Die nach Tiefwasser bringt mir ein und die nach Niewinter soll die Not dort lindern. Und der Kapitän Mung hat nur Platz für eine Einheit, für eine Lieferung. Und er möchte Geld für die wertvolle Ladung. Okay. Fragen wir mal, ob es keine Möglichkeit für einen Kompromiss gibt. Ja gut, es gibt keinen anscheinend, also sagen wir eben, dass wir mal mit dem Kapitän reden werden. Hallo! Ja, sagen wir mal gleich, dass wir mit dem Hafenmeister gesprochen haben. Und wir versuchen ihn zu überreden. Erfolg. Sehr schön. Er nimmt die Ladung an. Ich grüße euch. Ja, Prichev dankt uns und wir wollen auch ihn überreden. Und wir erhalten 50 Gold. 200 Erfahrungs... Nee, 200 Gold nochmal von... von Prichev generell und 100 Erfahrungspunkte. Sehr schön. So kann es öfter mal sein. Das gefällt mir ja gar nicht. Da werde ich dann irgendwann nochmal mit meiner Pixie überall durchgehen. Ich denke mal... Ah, ich hätte jetzt gewettet, dass das nicht verschlossen ist. Muss ich mir bloß merken, dass in diesem Hafenhaus noch eine... verschlossene Truhe ist. Ganz einfach. Wir haben, was hatten wir gehabt? Ich glaube, ein Bier haben wir aufgenommen und ein negativer Energieschlag oder so. Schön als Backup-Zauber. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, dann machen wir mal gleich weiter in den Tempel. Und hier hinten haben wir irgendwas, sieht aus wie eine Tür. Und normalerweise sind sie verschlossen, solche Türen. Da haben wir einen Bauer, mit dem reden wir nicht, aber wir versuchen hier durch das Portal zu gehen. Was wir schaffen. Und wir sind im Tempel des Tür. Tür, Tier, wie auch immer.
wenn wir mal mit Kalyandros reden. Oh, hallo. Oh, hallo. Aha, das ist der anscheinend, der uns nicht heilen kann, sondern nur wegen des Rückrufsteins hier ist. Wer seid ihr denn? Er ist Kalyandros. Teleportationsstein, ja, bla. Ich glaube, das hat er uns alle schon mal gesagt. Jedenfalls der andere. Im ersten Kapitel. Brauchen wir nicht weiter drüber reden und drehen wir mal mit Neurik. Seid gegrüßt. Wir fragen ihn, warum wir durch das Portal gehen müssen, um zum Tempel zu kommen. Aber ja, keine Ahnung. Aus Sicherheitsgründen halt. Und das Portal wird von Tür persönlich erbaut. Ach, keine Ahnung. Ist eigentlich auch vollkommen egal. Braucht ihr Hilfe? Fragen wir, gehen gleich mal direkt ran hier. Okay, was kann ich für dich tun? Es gibt eine gefährliche Bestie in der Nähe der Stadt, die immer bei Vollmond jagt und wir hören ständig, wir fanden Wollspuren und das Höhlen der Wölfe. Ja, worauf das hinausläuft, ich glaube, das kann sich jeder denken. Ein Werwolf, ja. Irgend so ein Jäger, Sir Karatis. Jäger, habe ich doch gesagt, ne? Sir Karatis wurde gesandt, um den Werwolf, den sie den Namen Schwarzer Wolf gaben, zu töten. Okay, die wurden angegriffen und sind anscheinend verwandelt und wir haben hier Silberamulette von ihm bekommen, mit denen können wir anscheinend die Verwandlung wieder rückgängig machen. Ich werde euch helfen. Wunderbar. Vier Silberamulette haben wir bekommen. Ich hätte da noch andere Fragen tun. Ich möchte gerne etwas aus dem Tempel kaufen. Was hat er denn hier für uns? Handschuhe der gelben Rose brauchen wir nicht. Rüstungs-, Geschicklichkeitsarmschienen, Stiefel der Sonnenseele. Sonnenseele, Laufstiefel plus 2, Elfenstiefel. Was machen die denn? Geschicklichkeit plus 2, leise Bewegen plus 10. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Was haben wir hier? Reflexstiefel. Reflexwürfel plus 3. Ah, passt auch. Was ist das eigentlich? Elfenamulett. Haben wir das von Dings bekommen? Ich mach das mal hier hinten. Kann sein, dass es eins von den Gefolgsmännern ist. Das können wir alles verkaufen hier. Adamantit, ich weiß nicht, ob wir das verkaufen können. Ja, können wir. Ja, alles weg. Fluch brauchen wir nicht. Negative Energiekeit können wir gebrauchen. Säurefall, ja, alles weg. Durch plus 1. Ja doch, wir haben noch einen. Ring der Elementarresistenz, den wollten wir behalten. Den mache ich mal hier hinten rein. Drei Topasse, Kupferhalskette, Klarheit. Was war das hier? Rinderhaut. Genesung behalte ich. Nochmal ein Adamantit. Ach, die Dinger brauchen wir auch nicht hier. Es wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen entschlacken. Das ist feinlich identifiziert. Silberamulett kann ich nicht verkaufen. Drachenblut, das brauchen wir nicht dreimal. Reicht einmal. Schleuderkugel, Mondsteinmaske für 3700. Ah, Mann, wie viel haben wir dafür bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Zu viel. Trank Ausdauer, Segen, Heilstecken. Jo. Da verkauft er alles. Wissen, Schnelligkeit. Alles weg. Eisenholz weiß ich immer noch nicht so wirklich, was wir damit anfangen können. Anweisungen von Kali komme ich auch mal nach hinten hin. Noch mehr Silberamulette. Ja, fehlt da nicht noch was? Kurz, das haben wir. 1, 2, 3. Das waren aber 6 Gefolgsleute, oder? Habe ich jetzt Sachen verkauft, die ich nicht verkaufen sollte? Stern umhang.
Kit kann ich verkaufen. Hä? Hey? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Also mittelschwere Wunden kommt auch mal mit hier hinten rein. Na. Jojo. Dauert mal alles so ein kleines bisschen. Was haben wir denn hier noch? Also das ist nichts für uns. Bewegungsumhang. Was macht der denn? Ah, Befreiung. Wir können nicht mehr, glaube ich, festgehalten werden oder irgendwie sowas. Wir könnten aber auch mal so eine richtige Rüstung gebrauchen. Also jetzt nicht so eine so ein fettes Ding, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Wie heißen die denn? Anscheinend aber nicht im Tempel hier. Da brauchen wir gar nicht gucken. Rettungshilfe universell plus 2 ist auch nicht verkehrt. Schwaches Amulett der Gesundheit, was bringt uns das? Immunität, Gift und Krankheiten. Ich bin schon fast versucht, das mitzunehmen. Ich glaube, das kaufe ich mir mal. Scheiße ich auf das mit dem Konstitution plus 1 und bin dafür lieber ein bisschen mehr gegen. Ja, habt ihr ja gehört. Ring des Schurken. Ah ja, da haben wir die anderen Dinge. Und bin dafür ein bisschen mehr gegen die Dings geschützt. Gegen. Seid ja, gegrüßt. Habt ihr ja gehört. Ah, ich möchte gerne etwas kaufen. Ich war ja noch gar nicht fertig hier. Beim Ring. Schwacher Ring, der macht. Achso, der macht auch das. Und Regeneration plus 1. Aha. Schutzring, nee, alles blöd. Brauchen wir nicht. Und da gibt's auch nichts. Ja, fein, fein. Haben wir hier einen Quest bekommen und gehen wieder zurück. Ach, das ist das, wenn wir uns mit dem Teleportationsstein hierhin teleportieren, können wir damit wieder zurück. Gut zu wissen. Die Ladebildschirme dauern heute extrem lange. Aber dafür geht's wenigstens. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, dafür geht's wenigstens kontinuierlich und dann bleibt das stehen. Ich glaube, da sind wir rausgekommen, ne? Oder sind wir aus den Söldnerbaracken rausgekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Dann gehen wir doch erstmal hier rein und dann werden wir es ja gleich sehen. Das ist das Gasthaus. Ne, ich glaube, da sind wir nicht rausgekommen, weil das waren bei uns die Söldnerbaracken, also. Keine Sorge, junger Ander. Das Was kommt schon in Ordnung. Schwarze Alles Bruch. Geschieht aus einem Grund. Danke vielmals für eure Hilfe. Mit dem wollen wir auch mal gleich mal reden. Seid gegrüßt. Jo, wir arbeiten für Arbes. Und wer bist du? Schwarzunge ist er. Aha, der sagt uns, dass der Kult seiner Meinung nach im Norden liegen muss, bei den Goblins in den Höhlen. Ja, und er sagt uns genau dasselbe, dass sie verstärkt angreifen und auch von Menschen angegriffen. Sie haben mir ja gesagt, dass ihr gut ausseht, aber ihr müsst der Held von Niewinter sein. So viel ist sicher. Wo kam der denn auf einmal her? Ja, und weil die auf einmal von den Menschen angeführt werden. Was genau wollt ihr von mir? Aha, er möchte... Keine Sorge, junger Ander. Bleibt doch mal das ruhig. Kommt schon in Alles geschieht aus einem Grund. Danke vielmals für eure Hilfe, Al-Helor. Sag mal. Ihr könnt doch nicht einfach meine Unterhaltung hier unterbrechen. Ja, warum fragt ihr eigentlich? Ja, ich bin der Held. Komm, erzähl. Ja, bin ich? Ach, wir haben sein Leben gerettet und er gibt uns dafür einen Ring? Ein Ring? Ja, das ist ja nett von euch, danke. Und da verschwindet er. Das ist ja aber sehr, sehr komisch. Was macht denn jetzt mit dem Ding? Gar nichts. Gefällt mir überhaupt gar nicht, das ganze Ding. Na denn, nee, mit denen reden wir nicht. Wir reden erstmal mit den Graulen Nova.